Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Spotlight-Vortrag von heute. Wie schütze ich meine Farm oder Produktionsanlage gegen Tierseuchen wie ASP, PRRS und Co.? Schaut man mal durch ganz Europa und guckt man auf diese internationale Tierseuchenkarte vom Friedrich-Löffler-Institut, sieht man, dass ASP sich in komplett Osteuropa schon ausgebreitet hat und immer weiter Richtung Westen kommt. Wir haben jetzt auch die ersten Fälle in Deutschland. Und darum ist dies ein sehr, sehr aktuelles Thema. Die große Frage, wie schütze ich meine Produktionsanlage gegen diese Tierseuchen? Was sind diese großen Risiken und die Gefahren bei ASP? Wo kommen die her? Die kommen zum einen über den Transport, von Menschen, von Wildtieren, besonders Wildschweinen, Fleischprodukten, als Wurst, Schinken, Insekten, Sperma, Wasser, Gülle, Luft, vom Futter, von der Kleidung von den Mitarbeitern, Zukauf von Jungsauen oder anderen Schweinen, aber auch von Mäusen und anderen Schadnagern. Wie lange überlebt der ASP-Virus, wenn man sich das anschaut? Mehrere Jahre im gefrorenen Fleisch, 18 Monate im Blut, bis zu 140 Tage in Schinken und Wurst. Und darum kann man auch verstehen, warum Mitarbeiter auch keine Wurst und sowas mit auf Farm nehmen sollten. Mehrere Tage in Urin und Kot. Wie kann man diesen Virus töten? Bei 60 Grad über 30 Minuten. Dann stirbt dieser Virus ab. Schauen wir uns den Menschen mal an. Den Menschen als Eintritt in die Farm. Darum sollte man die Farm davor schützen. Man sollte keine fremden Leute reinlassen, wenn die nicht 48 Stunden lang schweinefrei garantieren können. Des Weiteren sollte man den Besuch sehr, sehr gering halten oder gar keinen Besuch zulassen. Sehr, sehr wichtig ist eine strikte Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich. Wenn man aus dem Schwarzbereich kommt, ist es wichtig, dass die Menschen duschen und danach einen Kleidungswechsel vornehmen. Des Weiteren sollten die Mitarbeiter, die auf dieser Farm arbeiten oder Produktionsanlage, keine eigenen Schweine zu Hause haben. Des Weiteren auch kein Schweinefleisch in die Produktionsanlage mit reinnehmen, weil wir gesehen haben, 140 Tage hält dieser Virus auch in Wurst- und Schinkenprodukten. Daniel, Martin, ihr, die viel in Osteuropa unterwegs seid, wie schützen sich eure Kunden vor diesen Sachen? Ja, vielen Dank, Dennis. Ich habe mal zwei Beispiele aus der Praxis, die vielleicht etwas außergewöhnlich sind. Und zwar kenne ich einen Betrieb, der auch einen strikten Schwarz-Weiß-Bereich fährt. Das ist ein sehr großer Betrieb mit 10.000 Sauen. Natürlich muss man sich da einduschen, da muss man einen kompletten Kleidungswechsel vornehmen. Und zusätzlich hat dieser Betrieb auf der Farm noch eine Sauna. Das heißt, nach dem Einduschen muss man noch für eine Viertelstunde bei 80 Grad in die Sauna als zusätzliche Hygienemaßnahme, um Viren und Bakterien abzutöten. Mit Sicherheit für die Mitarbeiter auch ganz interessant, finde ich. Dann gibt es noch ein weiteres Beispiel, was ich habe, was mit Sicherheit nicht überall möglich ist. Aber ich kenne einen Betrieb, da wird nur im Schichtwechsel gefahren, aber nicht Schichtwechsel über Tag, sondern über Wochen. Das heißt, dass Mitarbeiter 1 bis 2 Wochen auf der Anlage verbringen und nicht mehr die Anlage verlassen können. Und das auch alles nur bezüglich der Biosicherheit. Auf diesem Betrieb wird auch ganz scharf kontrolliert, ob die Mitarbeiter zu Hause Schweine haben, weil das ist natürlich nicht gestattet. Daniel. Ja, wir merken immer mehr, dass unsere Kunden ihre Hygieneräume als erste Schleuse, als eine Art Containerlösung an die Stallaußengrenze bzw. Farmaußengrenze bringen. Das heißt, dass Mitarbeiter, die morgens zur Arbeit kommen, direkt vom Auto in den Container gehen, das erste Mal einen Kleidungswechsel vornehmen, dann mit den Zwischenkleidungsstücken in das Hygienegebäude gehen und da dann noch einmal ihre Kleidung tauschen, nachdem sie geduscht haben und dann die Farm betreten. So sieht das eigentlich heute mittlerweile aus. Vielen Dank für eure Erfahrungen. Jetzt gucken wir uns einen weiteren gefährlichen Faktor an und das sind die Wildtiere. Besonders Wildschweine, Wildvögel, Schadnager, Insekten. Hierfür ist es wirklich notwendig, dass auch eine Schadnagerbekämpfung vorgenommen wird und dass auch monitort wird, festgehalten wird, dass das stattfindet. Das Gleiche ist bei den Insekten. Das auch machen und nicht erst, wenn Fliegen im Stall schon sind. Das muss vorher bekämpft werden. Dafür auch notwendig, vielleicht Fliegennetze und vor den Fenstern in Luftanlässen zu installieren. Und gegen Wildtiere eine Einzäunung. Für mich
gehört das zu jeder Anlage dazu, dass die Anlagen komplett eingezäunt sind, aber auch, dass es keinen Zugang für Wildvögel gibt. Heißt, wenn man Korridore hat, wo entlang getrieben wird, dass die eingezäunt sind, dass dort auch keine Wildtiere reinfliegen können. Heißt, dass sie geschlossen sind. Habt ihr da auch noch weitere Erfahrungen oder wie plant ihr die Anlagen bei der Umsetzung in Osteuropa, dass diese Gefahren nicht entstehen? Also das trifft es eigentlich haargenau. Wir haben auf jeder Anlage mittlerweile eine doppelte Zaunanlage. Die erste kriegt einen 30 cm Unterkriechschutz und die zweite Zaunanlage steht dann relativ nah an der Produktionsanlage dran. Genau, das kann ich auch sehen und zusätzlich merke ich auch, dass wir wirklich vermehrt Anfragen haben nach Insektenschutz und in ASP-Gebieten ist es eigentlich schon Standard, dass Fliegengitter installiert sind. Gut. Schauen wir uns noch einen weiteren Gefahrenpunkt an. Das sind Güter, die geliefert werden. Güter wie Futter, Sperma, Schweine, Ersatzteile, auch Ersatzteile von Big Dutchman. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass diese vor der Zaunanlage im Schwarzbereich, auch wenn es wahrscheinlich am einfachsten ist, die schon direkt vor Stallgebäude in den Weißbereich anzuliefern. Aber das sollte man nicht tun. Habt ihr da Erfahrung, wie eure Kunden dort vorgehen? Ja, das ist korrekt. Also neue Farmen werden eigentlich immer mit Anlieferungsstellen für Güter außerhalb der Farm, das heißt außerhalb des Zauns geplant. Das kann ein Gebäude sein, das kann ein Container sein, wo das Material erstmal angeliefert wird. Da kann es 24 oder 48 Stunden erstmal in Quarantäne verbringen. Ganz oft sind diese Gebäude dann auch mit einem UV-Licht ausgestattet, um das Material zusätzlich zu desinfizieren. Auch bei bestehenden Anlagen sehen wir, dass dann oft ein Baucontainer genommen wird, der außerhalb in den Zaun gestellt wird, sodass man auch hier das Material durchschleusen und desinfizieren kann. Ja, unsere Aufgabe ist es mittlerweile bei Trockenfütterungsanlagen tatsächlich einen zentralen Futterannahmepunkt zu schaffen, der direkt an der Zaunaußenlinie, also am Schwarzbereich sitzt, der Kunde das Futter geliefert bekommt und wir von dem Silo an eigentlich die Futterverteilung auf der Farm in Form einer Trockenfütterungskette übernehmen müssen. Jetzt haben wir die Güter und sowas, aber es gibt ja noch weitere Maßnahmen. Ihr sagt, die Güter werden angeliefert, das wird mit LKW gemacht oder auch der ganze Schweineumtrieb auf der Farm. Wie wird das in den Gebieten bei euch, bei euren Kunden zurzeit umgesetzt? Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, als ich früher auf Anlagen gekommen bin, da gab es tatsächlich nur noch den Desinfektionspunkt, da ist der LKW durchgefahren, da wurden maximal die Reifen nass. Und heute wird wirklich Geld in die Hand genommen, es werden Gebäude gebaut, der LKW fährt durch, er fährt eine chemische Reinigung, aber auch mittlerweile, obwohl es sehr teuer ist, eine thermische Reinigung. Das heißt, er wird aufgeheizt bis auf 60 Grad, 30 Minuten lang. Korrekt, genau. Ich kann auch an einem Beispiel mal erzählen, wie das war. Ich kenne einen Kunden, der leider Schweinepest bekommen hat. Und ich habe ihn mal gefragt, was er dann meint, woher das auf die Anlage gekommen ist. Das kann man natürlich im Nachhinein nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber er war sich ziemlich sicher, dass es über den LKW eingeschleppt worden ist. Zusätzlich fällt mir noch ein, dass man auf so einer Farm natürlich Treibewege und Verbindungskorridore für Mitarbeiter trennen sollte, sodass über die Treibewege nicht Krankheiten weitergeschleppt werden. Die Korridore selber geschlossen mit Dach, dass auch hier eine gewisse Sicherheit besteht. Ich habe auch hier mal ein schönes Beispiel. Ich kenne zum Beispiel eine Farm, wo der Eingangsbereich, der Schwarz-Weiß-Bereich, auf der einen Seite der Straße war und die Farm selber aber erst auf der anderen Seite der Straße angefangen hat, die Farmgebäude an sich. Und damit die Mitarbeiter nicht wieder nach draußen über diese Straße gehen müssen, wurde nur für diese Mitarbeiter eine Brücke über diese Straße gebaut, um die Farmgebäude betreten zu können. Dazu habe ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Folie oder eine schöne Darstellung gefunden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die das eigentlich so zusammenfasst, was notwendig ist. Was ist notwendig? Das Betriebsgelände, die Gebäude sollten eingezäunt werden. Es sollte wirklich eine Untergliederung in den Ställen sein, dass es nach den Produktionsbereichen auch gegliedert ist, eine Trennung zwischen Zuchtschwein und Mastschwein. Für Jungsauen, die angeliefert werden, muss ein Quarantänestall oder Isolierstall erstmal vorhanden sein, dass die erstmal separat dargebracht werden. Für die Mitarbeiter, dass es einen Umkleideraum gibt, eine Schleuse, wo gewaschen werden kann. Hier, das Bundesministerium schreibt hier nicht unbedingt was vom Waschen, nur vom Kleidungswechsel. Für uns ist aber, glaube ich, da sehr, sehr wichtig, dass auch gewaschen wird. Und den vierten Punkt, den wir eben gerade besprochen haben, dass man eine besondere Hygieneanforderung an den Transport, an die LKWs hat, dass die auch gereinigt werden. Fällt euch dann noch zusätzlich was ein, wie man das noch zusammenfassen kann? Ja, ein paar grundsätzliche Dinge, die wahrscheinlich jeder kennt, aber vollständiger halber
will ich es mal einmal nennen, und zwar, dass man ein Besucherbuch führt, und oft haben wir auch Kameras im Eingangsbereich oder auf der ganzen Farm, einfach um nachzuvollziehen, wer hat denn die Anlage betreten. Dann wird ganz oft nicht nur ein Desinfektionsbecken am Eingang der Anlage gemacht, sondern dass man vor jedem Abteil Desinfektionsbecken aufstellt und dass man einen speziellen Bereich schafft für Mastschweine, die wir abliefern. Das heißt, ein Bereich, der dann für externe Mitarbeiter auch nicht zugänglich ist, wo die Schweine erstmal geparkt werden können, bevor sie dann auf den LKW verladen werden. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Lösungen haben wir als Big Dutchman, als Stalleeinrichter, was können wir da liefern? Und wenn man sich als erstes einmal anschaut, wir haben diesen LKW-Transport oder diesen Futtertransport, und das soll irgendwo verhindert werden, dass wir keinen Transport haben, dass die Menschen oder die Mitarbeiter nicht mit Futter über die Farm laufen müssen, dass sie dabei noch Futter verlieren, wo noch wieder Schadlagerstellen entstehen, dass wir dadurch den Virus außerhalb der Farm lassen, dass er gar nicht reinkommt. Und hierzu zeigen wir mal kurz ein Video, wo sowas gezeigt wird, wie wir das uns vorstellen. Da zeigen wir unser Farm Feeding Pro mit der DR4500. Wir haben einmal die DR4500 oder die DR6500, einmal mit 4,5 Tonnen oder mit 6,5 Tonnen Förderleistung. Das ist dann halt in Abhängigkeit, wie viel Futter transportiert werden muss. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video einmal an. Im Video konnte man das jetzt ja schön sehen, wie wir den Futtertransport vornehmen. Hier nochmal einmal die Grafik aus dem Video. Wir sehen hier ganz klar, die Futteranlieferung findet außerhalb der Farm statt. Dann gehen wir mit der DR6500 oder mit der DR4500 zu den einzelnen Stallgebäuden hin, wo die Silos sind. Und somit verhindern wir den kompletten Verkehr auf der Produktionsanlage. Was hier jetzt einfach falsch dargestellt ist, ist die offene, willkommene Tür-Tor der Anlage. Nein, die Tür muss immer zu sein. Hier ist sie offen, das ist keine Willkommenstür, heißt, die muss zu sein. Wir gehen jetzt nun weiter, gucken uns noch weitere Produkte an, und deshalb übergebe ich jetzt an Martin. Ja, danke schön. Ja, was für Möglichkeiten gibt es bezüglich Biosicherheit bei der Ventilation? In der Regel ist das ein Filtersystem gegen das PRRS-Virus. Wird meistens eingesetzt auf Vermehrungs-, auf Zucht- oder auf Eberfarmen, aber ist vielleicht auch interessant für Betriebe mit Eigenremontierung. Das sind eigentlich immer überdruckbasierte Systeme, das heißt, die Luft wird in den Stall reingedrückt und dann über einen Abluftkamin abgeführt, wobei dieser Abluftkamin auch immer noch einen Ventilator hat. Das wird dann über die Steuerung geregelt, dass wir halt mehr Luft reindrücken, als wir über den Kamin abführen. In der Regel sind das zwei Filter, die hintereinander sind, und die Effizienz liegt dabei bei über 95%. Ich will mal drei verschiedene Systeme zeigen. Und zwar gibt es ein kleines System, was vor die Wandventile gebaut wird. Hier gibt es einen kleinen Ventilator, der dann die Luft durch die Filter in den Stall drückt. Das kann man dann auch nachrüsten. Ist relativ ausfallsicher, weil wenn mal ein so ein Filter ausfällt, dann sind ja alle anderen noch am Laufen. Das zweite System wäre dann ein großer Filter, der 10 oder 20.000 Kubikmeter Leistung hat. Der Vorteil hier ist, dass dort auch gleichzeitig ein Kühlpad installiert ist, sodass wir die eintretende Luft auch gleichzeitig kühlen. Man muss da ein bisschen gucken, wie man die Luftführung macht. Die Filter sind ja nur einseitig irgendwo am Stall installiert, und wir müssen dann noch gucken, dass wir die Luft vernünftig in den Stall reinbekommen. Man sieht hier zum Beispiel ein System, da verteilen wir nach den Filter die Zuluft mit Zuluftkaminen.
Weitere Vorteile der Filtersysteme sind einmal ein Windschutz. Oft hat Wind einen gewissen Einfluss auf die Zuluft. Das kann dadurch verhindert werden. Und diese Filter sind natürlich nicht nur gegen das PAS-Virus, sondern die filtern eigentlich alle Virusarten raus. Und wir können dann feststellen, dass wir die allgemeine Tiergesundheit steigt und die biologische Leistung der Tiere doch höher ist. Ein weiteres System, ein drittes, das will ich auch noch mal kurz zeigen, funktioniert eigentlich ähnlich wie die großen Filter, nur dass wir hier eine komplette Filterwand vor dem Gebäude aufbauen, wo wir dann die Luft durchdrücken. Auch hier gibt es die Möglichkeit, natürlich ein Kühlpad oder eine Kühlwand zu installieren, um die Zuluft noch weiter zu kühlen. Dann kann ich mal wieder aus der Praxis erzählen. Und zwar hatten wir mal einmal einen Fall, wo eine Versicherung auf uns zukam, wo ein Kunde Schweinepest hatte. Und die haben uns gefragt, es muss doch was gemacht werden bezüglich des Vogelflugs, dass kein Vogeleintrag in den Stall über die Abluftkanäle stattfinden kann. Ist natürlich ein schwieriges Thema, wird auch nicht so oft behandelt. Wir haben in dem Fall einfach ein Anti-Aufsitzdraht auf die Kamine installiert, sodass zumindest verhindert ist, dass die Vögel sich auf diesen Kamin setzen und dann vielleicht in den Stall reinfliegen. Wir kommen jetzt als nächstes zu einem Produkt, was bei uns im Haus die Geburtsstunde hatte, quasi als das dänische Veterinärinstitut eine Studie herausgebracht hat, dass Fliegen erwiesenermaßen eine Infektionsquelle für ASP sein können. Das heißt, wir haben oder schalten heute vor alle Wandventile, die wir auf einer Anlage haben, einen Sichtschutz und darunter montieren wir ein aus Kunststoff ummanteltes Glasfasernetz und haben dadurch nahezu keinen Fliegeneintrag mehr über die Zuluft. Das ist erhältlich für alle unsere Typen von Wandventilen. Alternativ gibt es das auch als Rollenware und somit könnten wir auch Fremdfabrikate damit nachrüsten. Als letzter Punkt in unserer Vortragsserie gucken wir uns noch einmal den Faktor Mensch. Und zwar haben wir als Erweiterung zu unserem Alarmgerät die Zugangskontrolle und die Überwachung von Räumen adaptiert. Sprich, wir können durch Raumsensoren und Türsensoren den Stall überwachen. Das heißt, wenn ein Farmmitarbeiter den Raum betritt, müsste er theoretisch nach Ablauf einer Zeit sich an dem Alarmgerät, an dem Fingersensor registrieren. Ansonsten würde ein Alarm scharf geschaltet werden. Das ist für große Farmen, aber auch für kleine Farmen ein relativ wertvolles Tool, weil man somit nämlich unautorisierten Personen den Zugang zum Tierbestand verwehrt. Hiermit endet unser Vortrag. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie etwas Neues erfahren konnten und hoffen, dass wir uns mal an anderer Stelle wiedersehen.